Spezialproblem, Perlmuttrolle. Kam als Anfrage im Forum, diese Perlmuttrolle sitzt fest, was tun? Das muss nicht zwingend auch eine Perlmuttrolle sein, es könnte auch genauso eine Kautschukrolle sein. Und es gibt zwei Möglichkeiten im Prinzip, die man durchführen kann, um das Problem zu lösen. Das erste wäre, bei den Rollen hat man sowieso meist sehr viel Spiel zwischen den Rollen und den Mechaniken, also der Führung, dass man das, die Achse durchsägt sozusagen, dann das Röhrchen wegbiegt, abzieht und dann mit einem Schraubendreher, mit einer Zange die Achse rausschrauben. Die jetzt durchsägen an dem Spalt dazwischen? Genau, zwischen dem Spalt die Achse durchsägen. Dünnes Sägeblatt haben. Allerdings, ja, das gibt es. Dafür verwenden wir solche speziellen Laubsägen mit ganz dünnen Sägeblättern, die teilweise bis 0,1 mm dünn sind. Ja? Um eben möglichst wenig Material da wegzusägen. Das wäre die eine Möglichkeit. Die Gefahr, die dabei besteht, ist, dass man bei dem vorsichtigen Herausbiegen des festgerosteten Röllchens, dass die Achse, die da noch drin steckt, bricht. Dann hat man einen Stumpf am Ende. Vorteilhaft ist es, wenn das eine Achse ist, die durchgeht, dass man da nochmal durchbohren kann. Hier ist es aber geschlossen in der Klappe. Also da guckt kein Achsende heraus. Und dann steckt der Stumpf also in der Klappe drin und das herauszubekommen ist sehr, sehr zeitaufwendig. Und dieses Risiko würde ich nicht eingehen. Wenn wir sowas reparieren, möchten wir auch möglichst kostengünstig arbeiten. Und von daher würde ich eher auf das Röllchen verzichten, sprich das Röllchen zerstören, dass ich mit einer Zange vernünftig an die Achse rankomme und die dann eben mit der Zange rausdrehe. Machst du dann grundsätzlich das Röllchen kaputt oder versuchst du das auch mal? Ich mache grundsätzlich das Röllchen kaputt. Okay. Denn so ein Röllchen, wenn es aus Perlmutt ist, würde dann als Ersatzteil 5 Euro, 6 Euro kosten. Das ist zeittechnisch mit dem Herausbohren von der Achse etc. nicht zu vergleichen. Bevor allerdings ich aufgebe und sage, ich mache es kaputt, um dann die Achse herauszubekommen und ein neues Röllchen einzusetzen, was dann auch wirklich läuft, versuche ich erstmal die Achse tatsächlich rauszubekommen. Die meisten Fehler, die gemacht werden, sind, dass man falsche Schraubendreher verwendet, um diese Achsen herauszudrehen, weil die einfach in diesem Achsschlitz, in dieser Klappe, die Schraubendreherspitzen zu viel Spiel haben. Das heißt, ich habe dann gar nicht die Möglichkeit, so viel Kraft, die ich brauche, aufzuwenden, weil die in dem Achsschlitz drehen. Das kann man mal so ein bisschen zeigen, wenn ich einen sehr dünnen Schraubendreher nehme. Hier sieht man jetzt also, wie das Spiel ist in dem Achsschlitz, weil der Schraubendreher, die Spitze, zu dünn ist. Das heißt, ich habe keine ideale Kraftauswirkung auf die Achse. Das ist generell bei Achsen und Spitzschrauben so, wenn der Schraubendreher nicht die ideale Dicke hat, nicht ideal in den Schlitz passt, dann hat man sehr viel Schwierigkeiten, was mit einem passenden Schraubendreher an der Spitze viel, viel leichter werden kann. Entweder hat man verschieden große Schraubendreher, manchmal reicht das aber auch nicht aus und dann bearbeiten wir die uns am Schleifbock nach, dass wir die Spitze des Schraubendrehers so anpassen, dass es genau in den Achsschlitz passt. Wir gehen jetzt in dem Fall mal davon aus, dass wir das alles probiert haben und nicht drum herum kommen, das anders herauszubekommen. Sprich Röhrchen zerstören oder Achse zersägen. Wir machen es hier, wie schon erwähnt, mit Röhrchen zerstören. Und das geht jetzt wie folgt. So, ich verwende hierfür eine Zange, die übrigens auch sehr geeignet ist, um Achsen zu greifen. Die ist hier vorne an den Spitzen flach gefeilt, weil Riffelungen machen natürlich Achsen und Mechaniken kaputt. Deshalb ist sie hier vorne flach gefeilt. Und so ein bisschen mit Aussparung, dass wenn man etwas greift, das parallel steht, dann hat man auch einen sehr guten Zug. Also das ist relativ einfach zu bauen, so eine Zange, nur dass man das mal gesehen hat. Und damit kann ich jetzt das Röhrchen auch zerdrücken und im Normalfall zerplatzt das dann und schon habe ich das Röhrchen ab. Jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit mit der Zange die Achse sehr, sehr gut zu greifen und dann, wenn sie festgerostet ist, vorsichtig rauszudrehen. Ich kann auch mit ein bisschen Öl natürlich das Ganze noch benetzen und erwärmen, damit sich das noch ein bisschen mehr löst. Das Achsmaterial dehnt sich dabei so ein bisschen und löst sich dann gerne auch im Gewindegang mal, wenn es sehr fest drin ist
und kann das dann eben noch weiter herausdrehen. Das Öl, das tropfst du dann noch raus und dann... Genau, so, ich mach das mal vor, tropf das Öl dann darauf, nimm mir eine Flamme dazu. So ein schöner Bunsenbrenner, der geht auch auf. Erwärmen das, da kann ich gern gleich noch was dazu sagen. Und dann löst sich das immer relativ gut. Das ist generell bei Achsen so, die festsitzen. Und dann kann man das eben noch weiter herausdrehen. Ja, mittlerweile ist es dann auch lose, sodass ich die Möglichkeit habe, den Rest herauszudrehen. Man sieht, wie die Achse verrostet ist. Und es ist unterschiedlich. Mal ist es der Gewindegang, der hinten in der Klappe feststeckt. Mal ist es die Achse selbst, an der eben das Röhrchen sich einfach verfestigt hat. Es gibt ja noch diese Achsen, die so richtig aufgequollen, durchgerostet sind. Hm. Wie kriege ich die denn dann raus? Da zerbrösel ich die ja gleich mit. Ja, wenn man Pech hat und das ganze Material wirklich durchgerostet ist, dann kann das passieren. Dann muss man das in Kauf nehmen und muss halt eben die Reste herausfriemeln, bohren und neues Gewinde reinschneiden. Aber ich sag mal, in 99,5% aller Fälle kriegen wir die Achsen immer so raus. Also das ist ein absoluter Seltenheitsfall, dass sie so durch sind, dass selbst die Achse zerbröselt und Reste einfach drin stecken. Wobei, wenn das so ist, dann kann man das meistens auch relativ gut wieder herausbekommen. Ich habe auch schon oft gesehen, dass sie so durch sind, dass die Mutdinger schon aufplatzen. Ja, aber dann kriegst du die Achse trotzdem noch raus. Die ist dann noch nicht komplett durchgerostet. So, und diese Achse, die kann ich jetzt auch weiter verwenden. Die wird jetzt nur ein bisschen... Die muss aber Material haben noch. ...hübsch gemacht. Ja, die muss schon noch Material haben. Da brauchen wir sich einmal in die Schublade. Hier haben wir zum Beispiel Schmörgelholz. Das ist jetzt ein selbst weitergebautes. Normalerweise haben wir Schmörgelholz mit 220er oder eben 400er Körnung. Und für die ganz feinen Arbeiten haben wir dann unser Schmörgelholz umgebaut. Das ist jetzt 1000er Schleifpapier. So, dazu nutze ich meine Tischbohrmaschine, geht halt schneller. Und dann, ich mache das jetzt mal von unten, sieht man, wie ich die Achse relativ fix mit 1000er Schmörgel, ganz wichtig, kein zu grobes Schmörgel, sonst wird das Material zu sehr abgetragen, dann wieder sauber bekomme. Das Ganze nochmal von der anderen Seite. Und auch in den Gewindegang ein bisschen rein. Und ich habe meine Achse, die ich wieder weiterverwenden kann. Jetzt brauche ich natürlich ein neues Röhrchen. Gibt es als Ersatzteil Perlmuttröhrchen in verschiedenen Längen. Ist das echter Perlmutt? Das ist echter Perlmutt, ja. Kostet, also die Größe müsste jetzt bei... Müsste ich nachgucken. Zwischen 5,50 Euro und 6 Euro liegt das. Und aber wir haben natürlich, es gibt ja viele verschiedene Sachsfuhren, die müssen unterschiedlich lang sein, nicht immer die passende Größe da. Das ist jetzt zu lang. Sieht auch dicker aus als das alte. Nee, die dicke ist tatsächlich schon die richtige. Echt? Ja. Weil es so neu aussieht. Wahrscheinlich. Ja, jetzt muss das ja gekürzt werden. Jetzt muss das gekürzt werden. Und angepasst werden. Jetzt als erstes säge ich ein gutes Stück erstmal ab, weil es ja deutlich übersteht. Ja, kannst du aus der Mitte ein bisschen was rausnehmen, oder? Ja, aus der Mitte ist immer sehr, sehr gut. Ja, notfalls kann man es ja auch von der Mitte aus wieder anpassen. Ja, genau. Ne? Das ist wunderbar. Aus der Mitte raus, drumherum, wieder rein. So schön rund. Man kann ja so, man hat dann ein zweigeteiltes Drehröhrchen. Ja. Doppelrolle. Komm du mir nochmal in den Unterricht. So. Also. Röhrchen eingespannt, natürlich ein bisschen mit Vorsicht, nicht zu fest spannen. Man hat eben gesehen, wie schnell sowas kaputt gehen kann. Ja, aber jetzt machst du das aus freier Hand, wie viel du da abhaben willst, oder? Ein guter Handwerker hat einen Blick für so etwas. Ich hoffe, ich blamier mich jetzt nicht. Ja. Guck mal, wie viel Spiel da gleich ist. So, jetzt wird erstmal ein Stück abgesägt. Und dann nochmal rangehalten,
Inwiefern das jetzt... Ob der Blick auch wirklich gut so genug passt. War von dem Handwerker. Und wie man das macht... Ja, viel zu lang. Man lässt es noch ein bisschen länger. Genau. So, das kann man jetzt fein nachbearbeiten. Ich fange jetzt nicht an, wieder abzusägen, sondern das wird jetzt abgefeilt. Ich muss mal leider ins Bild. Oh. So. Und das wird eben mit der Feile gemacht. Ach ja, jetzt hast du aus der Mitte rausgenommen, hat das Problem jetzt nicht gehabt. So. Jetzt, upsala. Ja, und weg. Passt schön dazwischen. Und dreht sich auch. Das kommt gleich. Jetzt, das ist jetzt die Originalstirnseite. Die sieht natürlich schön glatt aus. Ich weiß nicht, ob wir das richtig drauf kriegen hier. Und von der anderen Seite. Ja. Na, sieht das eben noch nicht so hübsch aus. Das sieht sowieso kein Mensch. Und das wird jetzt nochmal mit Schmirgel. Ja, aber das sieht man da drin doch gar nicht. Wir sind aber perfekt. So, jetzt sind wir soweit, dass wir die Rolle fast einbauen können. Zumindest sieht sie schon mal hübsch aus. Jetzt testet man nochmal, ob die Achse auch einwandfrei durch das Röhrchen. Das sollte man nicht vergessen, dass man das nochmal vorher testet. Warum? Naja, sonst steckt es fest und dann hat man das schon drin und kriegt das dann wieder nur schwierig. Aber warum sollte die jetzt nicht da durchpassen? Weil die Bohrung, die Vorbohrung vielleicht nicht ganz hinhaut. Wir haben die extra ein bisschen kleiner gewählt bei der Produktion, als man das braucht, damit wir im Notfall das aufbauen können, so wie man es braucht. Ist es zu groß, kleiner machen ist dann schlecht. Heißt, ich müsste wieder eine neue Achse bauen. Okay. So, also gehe ich jetzt nochmal mit dem Bohrer da durch. Das ist jetzt ein normaler Holzbohrer? Das ist ein Spiralbohrer, also ein Metallbohrer. Nimm zur Hilfe eine Röhrchenzange. Und damit kann ich... Die hat in der Mitte hier solche... Genau, Vertiefungen. Aha. Ja, das ist auch sehr, sehr gut, wenn man zum Beispiel beim Löten Klappen am Röhrchen halten will. Ja. Okay. Jetzt ich das da rein und bohr das nochmal durch. Das ist aber nur minimal, was du da jetzt. Ja, ja. Das muss jetzt aber vorsichtig sein, dass du nicht kaputt machst, ne? Ach nee, das geht eigentlich relativ problemlos. Also zu zimperlich braucht man da auch nicht sein. Nun sieht das gut aus. So. Und dann wird das Röhrchen wieder eingebaut. Und hier ist drauf zu achten, dass man immer, wenn man etwas nicht mehr auseinanderbaut, wenn es dann zusammengebaut bleibt, dann auch dementsprechend schön fettet. Hier mit dickflüssigem Fett. Mhm. Das kriegt man wo? Das kriegt man eigentlich bei jedem Saxophon-Reparaturladen. Und der verkauft das auch? Der verkauft das auch. Das ist Selma Tuning Slide, extra für Achsen. So. Und kostet? Kostet, ich will nichts Falsches sagen, irgendwas zwischen 5 und 8 Euro grob. Grob. Es ist ja nicht die Welt und da kommt man ja, denke ich mal, ein paar Röhrchen mehr mit weit. Genau. So. Und nun läuft das einwandfrei. Ja, ist wieder hübsch. Jo.